Hallo und herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin Isabel von Ben und Bällchen und ich zeige euch heute, wie man kleine Blüten aus Fondant selber macht. Alles, was wir dafür brauchen, ist Fondant. Das kann man Rollfondant schon fertig kaufen. Das gibt es in allen Farben. Es gibt es in Weiß, aber auch eingefärbt, wie hier jetzt zum Beispiel Rosa. Und dann für die Blüten braucht man auch Fondant-Ausstecher. Da habe ich hier drei verschiedene große Blumen ausgesucht. So, und dann geht's auch schon los. Und zwar muss man Fondant erstmal ganz schön lange kneten. Und das wird dann geschmeidig und kann man dann besser verarbeiten. Wenn ihr damit fertig seid und habt noch ein bisschen was übrig, unbedingt sofort in Frischhaltefolie wickeln oder in ein Gefrierbeutel zum Beispiel und luftdicht verpacken. Dann schützt ihr das Fondant vorm Austrocknen und könnt es beim nächsten Mal wiederverwenden. So, das Ganze machen wir platt mit dem Nudelholz. Jetzt habe ich meine gewünschte Höhe erreicht. Sie ist sehr dünn, aber nicht so, dass es mir gleich reicht. Und jetzt nehme ich mir diese Ausstecher. Ich fange mal mit den großen an. Und man sieht, man hat hier hinten sowas zum Draufdrücken. Mir wird diese Blume dann wieder sozusagen rausgedrückt. So. Und das Gleiche haben wir auch mit diesen hier, wobei mir hier sogar noch dann diese Knospe innen dann gedrückt wird. Und ich zeige es mal ganz kurz. Also wenn ich es einfach nur rausdrücken würde, würde das Ganze so aussehen. Jetzt nehme ich es aber raus und drücke nochmal obendrauf und tue es dann erst rausdrücken. Und dann habe ich hier schon eine kleine Mulde, wo ich dann später eine kleine Perle einsetzen kann. So, das mache ich jetzt ein paar Mal. Und nochmal mit einer kleinen. Hier kann man bei den kleinen ganz wunderbar diese Perlen nehmen und die muss man aber noch natürlich festkleben, sonst fallen mir da wieder raus. Das kann man entweder mit einer Eiweißspritzglasur machen oder wenn man Kuvertüre in der Nähe hat, dann kann man auch einfach einen Klecks Kuvertüre hier rein und festkleben. Bei den Blumen, wo ich nicht nochmal oben drauf drücke, wo dann keine kleine Mulde entsteht, da kann ich was anderes machen. Und zwar habe ich hier ein Modellierwerkzeug für Fondant und gehe jetzt, nimm mir diese Blume und gehe hier an den Rand ran immer, fahr einmal rum und mache mir die so ganz dünn. Und wird viel, viel filigraner und sieht mehr aus dadurch wie ein Blütenblatt. Und jetzt sind ja Blüten nicht so platt wie eine Flunder, sondern natürlich so schön gebogen. Und da könnt ihr euch jetzt entweder im Kühlschrank zum Beispiel sind für Eier so Aufbewahrungsmulden. Da könnt ihr die dann so reinlegen und dann werden die so geformt. Was man auch ganz gut nehmen könnte, wäre zum Beispiel bei Toffifee, einfach die Toffifees alle raus und dann die Blüten in diese kleinen Mulden rein. Das Fondant wird relativ schnell hart, also nach so 5-6 Stunden sind die so fest und sehen dann so aus und sind dann wirklich fest und nicht mehr flexibel. Auch hier habe ich wieder
ein Klecks Kuvertüre rein und drei kleine Kügelchen rein. So, und zum Schluss sehen so jetzt meine drei Varianten aus, die ich jetzt auf Cupcakes oder auf Fondant-Torten dekorieren kann. So, diese Blüten könnt ihr jetzt auf Cupcakes, auf Cake Pops oder auf eine Torte, die mit Fondant eingedeckt ist, dekorieren. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Kommentiert das Video, schaut euch auch die anderen Videos an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!